Ein Hurrikan entsteht erst, wenn das Meer mindestens 26 Grad warm ist. Dann bauen die Stürme ihre zerstörerische Kraft auf. Gewaltige Wassermengen verdunsten und steigen spiralförmig in die Höhe. Die abgekühlte Luft sinkt vor allem im Zentrum wieder ab. Ständig wird neue warme Luft nach oben gesogen. Während es im Auge des Hurrikans fast windstill ist, kreisen rundherum Tropenstürme mit Geschwindigkeiten bis zu 300 Stundenkilometern. Ein Hurrikan entsteht erst, wenn das Meer mindestens 26 Grad warm ist. Dann bauen die Stürme ihre zerstörerische Kraft auf. Gewaltige Wassermengen verdunsten und steigen spiralförmig in die Höhe. Die abgekühlte Luft sinkt vor allem im Zentrum wieder ab. Ständig wird neue warme Luft nach oben gesogen. Während es im Auge des Hurrikans fast windstill ist, kreisen rundherum Tropenstürme mit Geschwindigkeiten bis zu 300 Stundenkilometern. Ein Hurrikan entsteht erst, wenn das Meer mindestens 26 Grad warm ist. Dann bauen die Stürme ihre zerstörerische Kraft auf. Gewaltige Wassermengen verdunsten und steigen spiralförmig in die Höhe. Die abgekühlte Luft sinkt vor allem im Zentrum wieder ab. Ständig wird neue warme Luft nach oben gesogen. Während es im Auge des Hurrikans fast windstill ist, kreisen rundherum Tropenstürme mit Geschwindigkeiten bis zu 300 Stundenkilometern.